Alle freuen sich auf dieses Spiel, freuen sich auf dieses Duell, diese beiden Teams gegeneinander. Also das ist natürlich ein Highlight für jeden Fußballfan. Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. FC St. Gallen gegen FC Luzern. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Sie holen sich den Ballbesitz. Wenn wir über die Strategie der Gäste sprechen. Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht er es. Akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Tabuschi. Das nimmt er natürlich gerne an, dann lässt er sich nicht zweimal bitten. Nee, alles offen. Also so leicht hat man es nicht oft. Ein schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Martin Friedek. Jordi Wehrmann. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Ball ist unterwegs. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann macht er das Tor, obwohl er den Ball nicht wirklich richtig trifft. War Glück dabei. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gentner. Schulz. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Samuele Campo. Jetzt die Flanke. Und das Tor. Ja, der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir ja nochmal ganz deutlich. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Jordi Wehrmann. Das ist die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Da springt ihm der Ball in die Hand. Freistoß. Eine super Parade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra Lob. Was macht er draus? Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Ganz klar, da war er mit der Hand am Ball. Elfmeter.
könnte jetzt der Ausgleich werden. Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. So, da kommt der Elfmeter nochmal. Er ist natürlich souverän verwandelt. Den Keeper ausgeguckt. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Samuele Campo. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Er könnte flanken. Stark gearbeitet. Gute Aktion jetzt. Das Tor ist offen. Da ist das Tor. Da war natürlich aber auch wirklich alles offen. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei. Keine Mühe. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Samuele Campo. Klasse Pass. Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. Schönes Anspiel. Jetzt könnte er flanken. Da kann er erstmal klären. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Gut geklärt, das war wichtig. Christian Gentner. Ja, das hätte was werden können. Da ist Platz für den Konter. Weiter gefährlich hier. Könnte der Ausgleich werden. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene. Ein herrlicher Treffer. Kurz vor der Pause kassieren sie den Ausgleich. Eine wichtige Szene und da werden sie sich ärgern. Vielleicht waren sie gedanklich schon in der Kabine. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3:3 und vielleicht war das noch nicht alles. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jetzt haben wir erstmal 15 Minuten Pause, um ein bisschen durchzuatmen. Durchgang 2 läuft. Setzt sich klasse durch. Er pfeift strafstoß. Er gibt den Elfer und nur gelb. Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. Da zeigt der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Jetzt können sie hier erneut in Führung gehen. Sie verwandeln diesen Elfer.
Den verwandelt aber ganz, ganz abgeklärt. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ganz sicher. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt. 4:3 der Spielstand. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Das sieht vielversprechend aus. Verteidiger ist dazwischen. Der Ball kommt. Kann er was draus machen? Ja, gut gemacht bei diesem Block. Abseits, Buschi, und das sind so Szenen, die absolut vermeidbar sind. Ja, ja, Unordnung in der Mannschaft. Sie laufen aus dem Abseits zurück und dann dieser Pass, dieser schwache Pass, also das geht besser. Schulz. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Sie können jetzt flanken. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Er geht dazwischen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt ist der Platz da. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, wie ich finde, das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Sie verlieren den Ball. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Tor! Er macht per Lupfer! Was für ein geschickter Lupfer. Musst du dich auch erstmal trauen. Ist ein tolles Tor. Ja, guck mal. Ach, wunderbar. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Es steht 5:3. Ja, das gibt Einwurf. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Oh, da ist er durch. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können Sie den Ausgleich noch schaffen. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Offensiv zeigen beide Mannschaften eine Wahnsinnsleistung heute. 5:4 der Spielstand. Samuele Campo. Jetzt ist es gefährlich. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Da ist die Flanke an den langen Pfosten. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht ab. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Er spielt steil.
Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Den Ball hat die Abwehr. Sie liegen vorne, aber es ist nur ein Tor. Dünner Vorsprung, auch wenn wir nur noch 5 Minuten auf der Uhr haben. Ball ist unterwegs. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Na, keine gute Aktion. In den freien Raum. Hereingabe. Da klären sie erstmal. Viel Platz für den Konter jetzt. Guter Pass. Drin ist der Ball, alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden. Samuele Campo. Jetzt die Flanke. Und das Tor. Ja, der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe. Sehen wir hier noch. Könnte jetzt der Ausgleich werden. Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Gute Aktion jetzt. Das Tor ist offen. Da ist das Tor. Da war natürlich aber auch wirklich alles offen. Samuele Campo. Könnte der Ausgleich werden. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene. Ein herrlicher Treffer. Setzt sich klasse durch. Er gibt den Elfer und nur gelb. Ja, ich glaube, das geht ihn noch. Jetzt können sie hier erneut in Führung gehen. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Tor! Er macht per Lupfer. Oh, da ist er durch. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Ball ist unterwegs. Er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Guter Pass.
ist der Ball, alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen.